Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf unserem Kanal, der Thief Simulator. Ich hoffe, es war richtig ausgesprochen. Übersetzt heißt das der Dieb Simulator, der Raub Simulator, wenn ihr das so haben wollt. Also praktisch, wir schlüpfen in die Rolle eines Diebes und werden da mal ein paar Straßen und Häuser leerräumen, weil irgendwo muss die Kohle herkommen, ne? So, aber ich sag das jetzt gleich vorweg, weil ich glaube, da könnte es ein bisschen böses Blut geben. Es ist ein Spiel, liebe Leute. Ich möchte das irgendwie nicht dazu anreizen, irgendwas sowas zu machen. Es ist ein Spiel. Es ist ein Simulator, deswegen kommt er auch auf einem Simulator-Kanal, ne? Aber heißt es nicht, yo, das hat der Werner gemacht, raus, ich mache das auch. Nein, nein, nein. Es ist ein Spiel. Aber wir können uns, ich habe schon mal reingeguckt, ich habe mal mit dem Profil Herbert, habe ich schon ein bisschen was gemacht und geguckt. Aber für das Let's Play beginnen wir nämlich ein neues Profil. Und da schreiben wir dann rein, das ist der Lukas. So, wir spielen nicht im Hard-Mode, weil speziell für den Anfang und speziell für die Erklärung ist es sehr, sehr wichtig, dass wir im normalen Mode bleiben. Weil da wirklich, ich mag halt diese Simulationen, wo du so ein bisschen an die Hand genommen wirst und ein bisschen durch das Spiel geführt wirst. Und ab Stelle X ist es dann dein Bier. Und genau das ist es nämlich, wenn ihr nicht den Hard-Mode spielt. Der Hard-Mode, wie gesagt, gerade später gibt es keine Minimap, keine Indikatoren für Geräusche, Stichwerte. Das ist wichtig, das gucken wir uns aber gleich an. Ich habe schon ein bisschen reingespielt, ist sehr interessant. Wer auch das Spiel irgendwann jetzt im Let's Play besiegt, hey, das ist eigentlich ganz okay, das kann man sich mal anschauen. In der Videobeschreibung ist ein Link zu dem Spiel, da könnt ihr euch das natürlich kaufen. Ich weiß nicht genau, von wem wir den Link reinhauen, aber irgendeinen Link findet man schon, wo ihr das Spiel haben könnt oder erwerben könnt. Was mir aufgefallen ist, das ist aber vielleicht nur bei mir, das ist jetzt nicht irgendwie dramatisch, dass es ein, zweimal abgestürzt ist bei 99% und ich das dann neu starten musste, aber ja, wenn es nicht weiter ist, dann ist es halt so, ne? Es ist tatsächlich sehr viel komplexer, als ich gedacht habe, ne? Aber ich habe natürlich schon ein bisschen angespielt, weil ich mir das anschauen wollte. Ich habe den Sound so ein bisschen eingestellt. Die können wir vielleicht bei Gelegenheit noch ein bisschen hoch oder runter stellen. Aber es ist wirklich, also ich wurde schon festgenommen. Ich kam mich in Mülleimern, habe ich mich versteckt. Ich habe Fensterscheiben zerschossen und so weiter und so fort. Aber da kommen wir gleich zu. So, das ist unser wichtigstes Instrument, das Handy. Das wird die ganze Zeit jetzt bimmeln, also gewöhnt euch schon mal an das Handy. Ich erkläre euch gleich mal was. It's me, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Das wirkt jetzt vielleicht im ersten Moment sehr, ja, wie gesagt, eine fixe Linie basierend, aber glaubt mir, das ist so eine Art Tutorial. Und wenn ihr da mit dem Tutorial durch seid, dann wird es erst interessant, weil dann könnt ihr euch so ähnlich wie beim Hausflipper, könnt euch Aufträge holen, die ihr möchtet, ihr könnt euch Werkzeug besorgen, ihr müsst, es gibt ein Skillsystem in diesem Spiel, es ist wirklich, wirklich größer und umfasst viel mehr, als wie ich eigentlich ursprünglich mal gedacht habe, ne? So, also, wir müssen es jetzt, ich kann euch das mal ganz kurz hier zeigen, du hast hier einige Items, also hier ist noch gar nichts, aber das kannst du dann alles frei belegen. Du kannst auch dann mit dem Mausrad, kannst du auch die verschiedenen Werkzeuge, die auf verschiedene Positionen legen. Es gibt ein Skill-System, das ist wirklich nicht schlecht, muss man ehrlich sagen. Schlösser knacken, alles was so ein Dieb halt, ne, die Flinkheit kann trainiert werden, der Rucksack kann optimiert werden, Beobachtungsgabe, du kannst dann in späterer Reihenfolge, kannst du dir Tipps von Fremden kaufen, für Gebäude zum Beispiel. Das heißt, irgendwer war da mal drin und hat das gesehen und verkauft dir sein Wissen als Tipp. Das ist eigentlich sehr, sehr interessant. So, da kommen wir schon mal zu einem wichtigen Bestandteil, das ist die Brechstange. Die Musik und so weiter ist, wie gesagt, ist schon drastisch leiser gedreht. Die ist extrem laut. Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe das wirklich schon richtig runtergeredet. Wir machen noch ein bisschen runter. Wenn das nicht passt, können wir dann in der zweiten, dritten Folge nochmal gucken. Ihr seht jetzt rechts oben, es blinkt was, links habt ihr schon ein Menü und so weiter. Ich muss wieder ans Handy. The Lombardis paid your bail. The Lombardis, oh ja. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Okay, Auftrag ist klar. Wir sollten die Hütte ein bisschen vermöbeln oder ja, zerstören, ist ja nicht drin gestanden, aber halt ein bisschen aufräumen. Also nicht aufräumen, sondern aufräumen im negativen Sinne. So. Brechstangen haben wir genommen. Wir gucken uns nochmal hier bei den Items. Sieht man jetzt, okay, ein wunderschönes neues Brecheisen. Können wir auf den Quick-Slot legen und können wir zum Beispiel, also rechts oben ist die Handfläche, mit dem können wir da noch Mülleimer aufmachen und so weiter. Und links können wir zum Beispiel, ich lege das hier hin, so, und dann haben wir das hier hingelegt. Also so funktioniert das. Am Anfang ist es noch relativ schwierig, weil du hast noch nicht so viel Platz.
Wir kommen da später dazu. Ich habe in meinem anderen Spielstand, was ich schon getestet habe, hatte ich das Brecheisen irgendwo hingelegt und kam zum nächsten Auftrag, hatte kein Brecheisen mehr. Das war auch ziemlich, da steht, zerstört den Zaun und ich hatte eine Taschenlampe bei und denke mir so, hä? Aber es, wie gesagt, es ist gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, Quickslot, euch wird alles erklärt. Ich habe das aber, wie gesagt, schon mal idiotenweise vorgespielt, weil ich natürlich nicht komplett nackig da in so ein Spiel reinstürmen möchte. Jetzt können wir mit dem Mausrad können wir das Brecheisen nehmen. Ihr seht jetzt hier links, ich habe leider keine Maus, links über der Map ist so eine Skala, ne? Wenn ich jetzt gehe, dann wird das lauter, es ist so ein Geräuschpegel. Das heißt, je lauter ihr seid, ihr könnt auch dann mit C, könnt ihr dann kriechen und so weiter. Also es ist wirklich, man muss gucken. So, jetzt wird es ganz kurz laut. Alles gut, wir sind drin. So, wir können jetzt schleichen, also oben rechts wird dir alles angezeigt. Beim Schleichen vermeidest du unnötigen Lärm. Wenn gleich du dabei langsamer bist, drücke C, um zu kriechen. Dann gehst du auch. Also, wie gesagt, C und dann bist du halt langsamer. Aber du siehst unten, der Pegel ist nicht so. Wenn ich jetzt aufstehe und gehe, dann ist das viel lauter. Ne? Wir müssen ein bisschen leiser sein, weil da vorne ist nämlich schon jemand. Weil ich bin, das erste Mal, wo ich das Spiel angespielt habe, bin ich rein so, lülülül, und dann hat mich die Frau gesehen, hat die Polizei gerufen. Ja, war vorbei. Aber ihr seht, es ist immer mit solchen, hat mich ein bisschen an die Sims erinnert, mit solchen ist das ein Hexagon? Ich weiß nicht ganz genau. Was immer so aufblinkt, da müsst ihr auf alle Fälle hin. Ihr könnt auch alle Büsche gehen. Also es ist überall so Licht angebracht, ne? Ganz schlechte Idee, ins Licht zu gehen. Ganz, ganz, ganz schlechte Idee. Aber da kommen wir immer noch zu. Und zwar, jetzt wollen wir hier mal ran. Davor, da steht eine Dame drin. Die guckt immer wieder mal hier. Jetzt können wir hier entlang. Ab und zu, so randommäßig, guckt die einfach aus dem Fenster raus. Also der Auftrag ist bei mir schon 2-3 Mal schief gegangen. Aber ich kann es jetzt mal. Oh, siehst du? Sie hat mich gesehen. Da, genau das war's. Du bist eine Sekunde zu langsam und sie hat dich sofort gesehen. Das ist eben das Gute dran, dass es nicht wirklich so idiotenhaft ist, sondern dass du da safe durchkommst, sondern du musst dich wirklich bemühen. Und deswegen finde ich das Spiel einfach auch ein bisschen wirklich gut gemacht. Also ihr habt jetzt noch nie viel gesehen. Aber glaubt mir, ich habe da schon 2-3 Aufträge gemacht und das, was ich gemacht habe, alter Schwede, das war gar nicht so einfach. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Im Schatten sind wir nämlich so gut wie unsichtbar. So gut, weil hier vorne sitzt auch noch jemand, ne? So, es stehen immer wieder mal Sachen am Boden. Meide das Licht, ne? Also ich würde das nicht voll durchhatschen, das geht halt nicht. Ganz langsam mit dann schleichen, la la la, du hast mich nicht gesehen, ja. Ah, ruft schon wieder jemand an. Hey, some dope left a flashlight on the ground. Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. Das ist auch eine Sache, die Taschenlampe, die wird noch später noch ganz, ganz wichtig werden. Aber das gucken wir uns dann just in time an. Wie gesagt, bei den Büschen ein bisschen entlang schleichen. Was ein bisschen fehlt, ist so das Geräusch. Wenn man so durch Gras und durch Büsche geht. Das Geräusch fehlt mir ein bisschen. Kennt ihr das? Es gibt Spiele, da hörst du das richtig, dass du durchs Gebüsch gehst. Das fehlt mir hier ein bisschen. Hier ist eine Taschenlampe. Zack, mitgenommen. So, und jetzt können wir I drücken. Nochmal I für Inventar. Das, ja. Also hier haben wir jetzt die Taschenlampe. Wir haben momentan nur einen Quick-Slot frei. Das ist nämlich die Brechstange und so weiter. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Brechstange fallen lassen. Und dann könnte ich die Taschenlampe in den Quick-Slot legen. Na, kann ja aber dann wieder aufnehmen. Alles gut, ne? Aber ich muss es wieder neu belegen, weil sie dann rausgefallen ist. Brechstange, Quick-Slot, hier zum Beispiel, fertig. Was das hier angeht, Gewicht und so weiter, spielt dann auch noch eine Rolle. Und der Preis spielt auch noch eine Rolle. Weil alles, was ihr klaut, könnt ihr auch verkaufen. Das ist nämlich das Gute dran. So, jetzt wird es gleich noch ein bisschen lauter werden. So. Jetzt kommt die Meisterleistung des Einbrechers. Ihr seht hier in Rot, Schlösser öffnen, Level 4. Das heißt, in späterer Folge wird es möglich sein, dass ihr den Skill Schlösser öffnen erlernt. Und dann müsst ihr nicht den hier machen, sondern könnt einfach mit so einem Dietrich das Ding knacken und dann geht er los. Du kannst es jetzt öffnen oder langsam öffnen. Einmal draufdrücken ist schnell, ist lauter. Draufbleiben ist langsamer, aber dafür leiser. Also es ist schon, hat schon wirklich Sinn und Verstand, das Spiel, muss man ehrlich sagen. Theoretisch, es kam schon vor, das ist aber random, glaube ich, dass da jemand reinkam. Ich habe mich hier mal unter dem Bett versteckt. Das ging eigentlich ganz... Ja! Oh, das ist... Good job. Time to redistribute a little wealth. Ausruhen baue ich mir jetzt nicht. Kannst du dich verstecken. Also du hörst manchmal Schritte... Da kommt jemand, ist jetzt wahrscheinlich jetzt nicht der Fall, aber theoretisch wäre es möglich. Taschenlampe ein aus mit F, ne? Machen wir das Brecheisen weg, das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Brecheisen weg, so. Gut, macht er es nicht. Wir können hier reingehen. Das war lauter, habt ihr gehört? Machen wir mal leise.
Ah, also man muss wirklich gucken, wie laut man sein darf. So, hier liegt nichts Interessantes rum. Taschenlampe geht immer noch, aber ich mache sie aus, weil nicht, dass jemand von draußen uns sieht. Ne? Ich finde auch die Musik, vielleicht hört man die Musik schlecht. Ich mache sie noch ein bisschen lauter. Die Musik ist ja nicht sehr, sehr gut gemacht dazu. Schon irgendwie gut gemacht, muss ich sagen. Leer. Oh. In die Tasche stecken. Den haben wir schon mal mitgenommen, den guten Topf. Der bringt ein bisschen was am Flohmarkt. Die Teekanne nehmen wir auch mit. Das Porzellan. Porzellan können wir nicht mitnehmen, oder? Ne, können wir nicht. So, warte mal. Was haben wir hier noch gehabt? Ich habe die ganzen Schubladen vorher übersehen. Fällt mir gerade auf. Lol. Okay, kann ich die wieder reinschubsen? Was war das? Kommt da jemand? Okay, wir gehen einfach mal da raus. Money, money. Schuhe? Kann ich die mitnehmen? Ne, kann ich nicht. Okay, wir machen alles wieder zu. Was haben wir hier noch? Cappies, Kleidung. Okay, es gibt noch einen weiteren Raum hier. Ich finde das ehrlich nicht schlecht gemacht, muss man ehrlich mal so sagen, ne? Dann toastet immer mit. Oh Mann, Alter. Time to bail, man. Get in the car. Don't let nobody see you with that crowbar. Okay. Wir kommen hier nicht raus, ne? Weil es ist versperrt. Wenn wir jetzt den Skill hätten, können wir hier rausgehen und so müssen wir die alte Art und Weise nehmen. Aus dem Fenster. So, und jetzt kommt eine Sache, die ich gleich nicht verstehe, aber vielleicht könnt ihr das verstehen. Ich sag euch gleich, was ich meine. Die Musik ist echt laut, ne? Alter Schwede. Ne, wer war denn das jetzt? Warte mal. Das war anders. Muss ich jetzt vorne wieder raus? Hier komme ich nicht raus. Kann ich... Genau, bin nach dem Fenster raus. Das war aber... Lol! Nochmal zum Mitschreiben. Aufmachen. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Von innen kannst du natürlich die Fenster aufmachen, ganz klar, ne? So, und jetzt kommt eine Sache, die ich gleich nicht verstehen werde. Wir hätten auch über das Fenster raus können, ist aber egal. Schleichen. Ihr seht, unten links kommt gerade niemand, ne? Es gibt tatsächlich solche Bürger, die so mit der Taschenlampe rumlaufen. Mitten in der Nacht. Kein Mensch weiß warum. Okay. Das ist gerade ein bisschen komisch, aber ist egal. Wir laufen jetzt einfach mal weg. Das ist unser Auto. Ich habe gedacht, läuft nicht, ne? Du musst die Tür aufmachen. Du musst reingehen. So, hier mal nach. Komm, fahr. Geht nicht, ne? Du musst sogar den Motor anmachen hier. So, und dann müsst ihr gucken, wo das Symbol ist. Das ist hier hinten rechts. So, du kannst hier mit C Außen- und Innensicht. Schöner Toyota wahrscheinlich. So, und das war die erste Mission. Aber wahrscheinlich klingt es jetzt nicht sehr, wie soll ich sagen? Boah, laut! So, wir haben einen Topf, wir haben eine Teekanne und wir haben einen alten Toaster. Nach jeder Mission hast du so eine kleine Aufstellung, wie du das gemacht hast. Und ich glaube, das war gut. Wir haben den Buchstaben A bekommen. Beim ersten Test hatte ich C, glaube ich, oder sowas, war nicht so geil. Aber weil ich habe zum Beispiel nur den Toaster gefunden. Ich habe die Teekanne und den Topf beim ersten Mal nicht gefunden. Das war jetzt gerade wirklich neu. Okay, haben wir. Das hier ist, glaube ich, so eine Art Zuhause von uns. Nenne ich es jetzt einfach mal. Unsere Base. Good job, man. This just might work. Go get some sleep and we'll pick this up in the morning. Wir haben 37 XP bekommen. Und wir können natürlich jetzt hier gucken, für den ersten Punkt würden wir 64 XP brauchen. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle noch eine Mission machen, damit wir die ersten Skillpunkte erlangen können. Und es geht eigentlich noch, also es sind schon ein paar Skillpunkte, die du da brauchst, ne? So ist nicht. 27, also das ist schon ordentlich. Es gibt hier so vereinzelte coole Sachen, so eine Art Lager. Da kann ich zum Beispiel den Topf jetzt reinpacken.
Ich kann den Topf auch wieder rausnehmen, weil du hast nicht so viel Platte in deinem Inventar. Das ist auch eine Sache, die man skillen kann, muss, sollte. So, wir haben hier... Kann man das zumachen? Nee, können wir nicht. Schade eigentlich. Ich bin da hier hochgegangen, weil du kannst hier oben dann schlafen. Wir werden jetzt mal ganz kurz ein Nickerchen machen. Aber ich möchte nur zeigen, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Hier unten ist Werkzeug, das habe ich gar nicht gesehen. Warte, das habe ich gar nicht... Ist mir gar nicht aufgefallen, ne? Juwelierwerkstatt. Aber wie gesagt, das sind alle Sachen, die man erst freischalten muss. Und das finde ich eben so cool, ne? Dass du so ein Skill-Level hast, das ist unser Auto, wo du dich eben hocharbeiten kannst oder hocharbeiten musst, weil du einfach dann mehr Sachen annehmen kannst. Weißt du was, wir machen das anders. Wir machen den Rest in der nächsten Folge. Ich finde es wirklich ein ganz cooles Spiel für... Ich habe jetzt vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde hier gespielt. Fand das wirklich sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, was noch alles kommt. Der Deckenventilator ohne Ventilator ist auch ziemlich geil. Wenn euch das Spiel gefällt, würde ich mir, oder wenn euch das Video gefallen hat zum Spiel, würde ich mir selber einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was vielleicht noch irgendwas lauter, leiser machen. Vielleicht, wie gesagt, mit der Musik ist es nicht so einfach. Ich sehe zwar rechts auf dem Aufnahmebildschirm den Pegelschlag, das müsste eigentlich gepasst haben. Aber trotzdem, schreibt es mal rein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.